Schönen guten Abend und willkommen zu einer gemütlichen Runde Emergency 4 in Miami State. Modifikation 1.2, glaube ich. Schon auch alles geladen, das geht dann natürlich sofort los. Ist eine sehr überschauliche Map, ein bisschen im amerikanischen Flair unten an der Küste. Ja, mal gucken, was uns heute alles erwartet. Wenn mal der erste Einsatz kommen würde, natürlich. Na. Ich sehe auch gerade hier auf dem... Eine Person hatte einen Schlaganfall. Sofort behandeln und abtransportieren. Jawohl, wir haben... ein Schlaganfall hier. Gucken wir mal. On the scene. Ach, von da oben kommt er. Da. Da ist er. Fahrzeug 23 hört. Jawoll. Ende Gelände. Da ist er. Kann ein bisschen dauern, bis er hier ist. Spulen wir mal vor. Fahrzeug 23, ja, gehört. Aussteigen bestätigt. Yes, working on it. Jetzt. Der holt schon mal einen Striker, dass wir dann hier gleich abdüsen können. Das Spiel ist ein bisschen in den Jahre gekommen, aber trotzdem kann man hier noch ein bisschen Spaß haben damit. Gerade mit den ganzen deutschen, amerikanischen, aber natürlich auch anderen europäischen Modifikationen. Working on it. Yes, on the way. Zack. Fahrzeug 23 hört. On the way. Ende. Na dann fahrt mal. Jo. Ansonsten haben wir hier eine ganze Reihe an Fahrzeugen, die wir manuell anfordern können. Wir können aber auch hier über unseren Dispatcher natürlich dann einen Streifenwagen holen, hier SDK, also SWAT kann man holen, Leichenwagen, alles. Und alles, was nicht alarmiert werden kann, mit dem Dispatcher kann man dann auch manuell anfordern. Jetzt kommt auch gleich der RTW hier lang. Wo ist er? Bombenalarm. Oh, der Bombenleger ist auf der Flucht. Festnehmen und abtransportieren. Und löschen Sie alle Brände. Und kümmern Sie sich, wenn nötig, um die Opfer. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier irgendwie ein Bomb-Squad. Genau. Fahrzeug 10 hört. Müssen wir mal kicken. Jawohl. Die holen ihn jetzt. Kann natürlich ein bisschen dauern, bis es dann kommt. Was ist denn eigentlich da hinten? Ja, der ist weg. Scheiße. Ja, der Bombenleger ist weg. Scheiße. Wenigstens die Bombe wegmachen und dann ist gut. Yes, here we go. Fahrzeug 24 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Naja, scheiße. Das fängt schon mal gut an. Das Ganze machen wir ungefähr 20 Minuten. Das oder 25, 30, je nachdem wie sich das etabliert. Ob wir dann noch... Achtung. Ein Taschendiebstahl wurde gemeldet. Der großen Täter Auftrag haben. Transportieren. Da. Ja. Ende. Ich würde trotzdem noch mal einen Streifenwagen holen, falls es mal Komplikationen gibt. Ah, da fährt er.
Fahrzeug 11 hört. Na. Verstanden. Ja. Yeah. Die werden es auch nicht rechtzeitig schaffen. Nee. Mann. Fahrzeug 11 hört. Fahrzeug 10 hört. Das fängt ja schon mal gut an. Ende. Dann patrouillieren die und dann ist gut. Sieht nicht gerade gut aus. Scheiße. Oh. Okay, die sind alle Deko. Hätte ich mir schon fast gedacht. Wäre aber irgendwie auch cool, wenn die hier runterfahren würden, ne? Aber ich glaube, hier gibt es keine Verbindung. Nee, das ist alle Deko. Sieht aber auch schon cool aus. Erinnert mich an diese eine Polizeiwache aus Vice City. Achtung, es wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Verstanden. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Okay, ein Gewaltverbrechen. Drücken wir. Jetzt aber. Da fährt er. Jetzt komm, komm. Mach hinne. Schafft er nicht. Oder? Doch, doch, doch. Das könnte er schaffen. Oh, beide fahren gemeinsam. Wo fährst du denn hin? Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 10 hört. Okay. On my way. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist, die Verbrecherin aufzugabeln. Ja, jetzt hauen die schon wieder ab. Ich kapier das nicht. Ich kapier das einfach nicht. Die lassen die alle einfach abhauen. Und die stöhnt jetzt. Ja, ist okay. Amokläufer im Einsatzgebiet. Festnehmen oder ausschalten Katze. Und abtransportieren. Okay. Und kümmern Sie sich um alle Opfer. Ja. Mensch, da läuft er doch. Da ist er doch. Ende. Nein. Also es lief bei... ich glaube, das lief bei der LA-Modifikation besser als hier. Fahrzeug 10 hört. Naja, wir haben jetzt wenigstens den ersten Verbrecher. Denn da fährt er. Ich fordere mal ein paar Streifenwagen an, dass sie mal hier sich erstmal hier versammeln und dann Streifen fahren. Ja, der kann. Kann einfach nicht sein, dass sie immer zu spät kommen. Backup. Hui. Ja, es sind viel Backup. Ah. Easy, Alter. Fahrzeug 11. Medizinischer Notfall. Eine Person steht unter Schock. Versorgen und abtransportieren. Roger, Ende. Fahrzeug 6, we're on our way. Fahrzeug 12, hört. So, die sind jetzt erstmal beschäftigt mit Patrouillieren. Und dann hoffentlich kommen auch endlich mal alle pünktlich zu den Notfällen an. Aber ich glaube, so vom Spektrum her ist diese Map jetzt nicht so groß und spektakulär. Sieht zwar schön aus, ne? Aber ich denke mal von den Skripts her und alles ist dann die LA-Modifikation dann doch ein bisschen besser. Ein Ticken. Jetzt müssen wir auch erstmal gucken, in welchem Haus der Patient hier drin ist. Das ist, ja. Da ist er. Ja, it's okay. Oh.
Da ist einer, da ist einer. Okay. Fahrzeug 5 hört. Fahrzeugbrand, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Löschen Sie den Brand. Da rufen wir mal eine. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie. Fire Engine. Da habe ich den Fehler mal gemacht und habe eine Rescue Engine geschickt. Also, was bei uns ein Rüstwagen wäre. Ja. Fahrzeug 5 hört. Da gab es keine Schläuche, nichts. Stand ich dann erstmal da. Musste ich dann erstmal. Eine Fire Engine dann noch anfordern. Fahrzeug 9 hört. It's okay. Ja. Ende. Wir brauchen auch kein, kein Hydranten. So, Feuer aus. Working on it. Ende. Ah. Jetzt müssen wir noch kurz warten. Ah, da ist er schon. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 9 hört. On the way. Ende. Fahrzeug 25 kehrt zurück zur Basis. Ah, wenigstens mal erfolgreiche Einsätze. Ah. Schön. Das gefällt mir. Das kann man so machen. Sind die alle spielbar? Er hier. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 13 hört. Ah, die alle sind spielbar. Cool. Ich würde schon mal gerne hier noch einen haben wollen. Brandausbruch. Ursache nicht bekannt. Verhindern Sie eine Ausweitung der Brände. Löschen Sie das Feuer. Oh, ein Mülleimer. Oder eher gesagt eine Mülltüte. Fahrzeug 26 hört. Sollte eigentlich relativ schnell gehen. Ja, toll. Ey, ihr müsst doch schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Sonst wird ja nie was. Sag mal. Ist ja so cool, wie diese leichten Sachen immer so wegfliegen. Ich meine, so ein B-Schlauch hat ja schon ganz schön viel Bar und Ampulle, ne? Brandausbruch. Oh. Ursache offenes Licht und Feuer. Hä? Löschen Sie alle Brände. Okay. Gleich nebenan. Auch nicht schlecht. Okay. Das ging ein bisschen zu einfach, kann man sagen. Fahrzeug 9 hört. Kollege, Fahrzeug 9 hört. Ja, du sollst es wegmachen. Zimmer. Ab zur Station mit euch. Oh Mann. Ah, hier würde ich gerne noch ein MDPD-Auto noch fahren lassen. Und gegebenenfalls da oben. Ah ja. Da kommt er. Fahrzeug 27 hört. Almost there. Zack. Fahrzeug 28 Ende. Hört. Fahrzeug 28 Ende. Hört. Ja, das ist gut. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Streifenwagen, die hier patrouillieren. Dann kann eigentlich nicht mehr schief laufen. Könnte man meinen. So. Achtung, es wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet.
Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Da ist einer. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Ja. Ende. So, und das Opfer liegt da. Fahrzeug 12 hört. Okay, ja, Fahrzeug 12 hört. Ende. Da holen wir noch einen Techniker, der den Streifenwagen repariert. Yes, yes. Ja, huch, nee. Fahrzeug 5 hört. Almost there. Okay. Aussteigen bestätigt. Zack. Yes. Ja, immer umdrehen bitte. Na, da kommt schon der nächste. Ja, Striker. It's okay. On my way. Also manche E-Hörner kannst du ja wirklich in eine Tonne kloppen. Ist ja wie bei uns hier in Deutschland. Das sind ja E-Hörner, da willst du dir einfach nur die Ohren abkratzen oder irgendwie so. Na, habt ihr Probleme, irgendwo einen Parkplatz zu finden oder reinzukommen? Verstanden. Ja, wie macht er das jetzt hier, ne? Rückwärts. Okay. Aussteigen bestätigt. Denkt an Honeckers Worte, ne? Fahrzeugbrand, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Löschen Sie den Brand, transportieren Sie das Fahrzeugwrack ab und wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer. Schon wieder ein Fahrzeugbrand. Macht ihr denn mit euren Autos? Das kann ich nicht verstehen. Naja. Schnell abschleppern. Fahrzeug 29 hört. Oder eher in dem Fall Halle-F. HLF. Meine Güte. Im Berliner Raum haben wir das ja als LHF. Ne? Voll fancy. Fahrzeug 6 hört. Die Sirene fand ich echt geil. Das ist richtig schön typisch Amerika. Das gefällt mir. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. So heißt auch eine Einheit in der Winterberg-Modifikation. Fahrzeug 6 hört. Auch nicht ganz, ganz interessant auf jeden Fall. Gasleitung explodiert. Oh. Löschen Sie alle Brände. Ach du Scheiße. Versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Au, Wacke. Au. Ach du heilige Scheiße. Das müssen wir natürlich auch. Eieiei. Aussteigen bestätigt. Ah. On my way. Fahrzeug 31 hört. Yes, Chief. Scheiße. We're on our way. Yes, Chief. Here we go. Okay. Rosenbauer. Oh nee, was? Scheiße. Ende. Nee. Fahrzeug 34. Das ist jetzt, Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Fahrzeug 33 hört. Ende. Oh nö. Fahrzeug 33 kehrt zurück zur Basis. Ende. Fahrzeug 33. Oh, Scheiße. Ende. Fahrzeug 33. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Die sind in drin. Oh. Ja, was machen wir denn jetzt? Ist die Frage. Hier ist alles kontaminiert. Die auch. Yes. Drowning Person. Fahrzeug 33 hört. Ja. Scheiße.
Können die wenigstens... Nein, können sie nicht. Oh. Working on it. Ja, was macht man da jetzt in dem Fall hier? Scheiße. Im Grunde können wir nichts machen. Da sind welche, die stehen, muss irgendwie gucken, dass man hier das Zelt aufbaut. So. Ah, das ist der Duke of Hazzard. Ja, Kacke. Also muss man irgendwie so Chernobyl-like machen und dass sie jetzt erstmal alle vergiftet sind. Kannst du nicht anderes machen. Und am besten jetzt erstmal niemand anderen da in der Nähe lassen, weil sonst sind sie auch alle vergiftet. Kannst ja... So, ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das hier im Griff kriegen. Engine board and dispatched. Der zieht es automatisch gleich ab vom Mail. Wollen wir erstmal die ganzen Patienten raus hier. Also die, die man retten kann natürlich. Da muss auch irgendwie ein Polizist mal schnell hin. Ja, es werden noch viele leider von da kommen sie. Nicht nähern, nicht nähern. Kontaminiert. Drowning Person, da laufen sie alle kontaminiert. Scheiße. Nee. Fahrzeugtank leer. Das ist... Oh, nee. Nichts. Kein Wasser. Hier ist kein Hydrant. Nee, tut mir leid, das kannst du knicken. Leider. Ja, tut mir leid, dass es dann so endet, aber wir sind da jetzt ehrlich gesagt die Hände gebunden. Es wird nochmal eine andere Folge geben mit der LA-Modifikation. Also, dranbleiben lohnt sich.